Leute, weiter geht's mit Let's Play Plants vs. Zombies 2. It's about time. So, hier ist, das sieht mal ein bisschen neu aus hier. Wir haben nur eines und da steht Willkommen Zeitreisende. Es ist Zeit, die Saat für den Sieg auszusehen. Battles vielleicht? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall neue Nachrichten. Die hier. Alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum vom Jubiläum PVZ. Wir, also Plants vs. Zombies, nicht der zweite Teil, sondern allgemein. Wir möchten euch für euren Beitrag zu 10 fantastischen und einzigartigen Jahren danken. Lest euch die liebsten Erinnerungen unserer Entwickler durch. Teilt eure eigenen und in den sozialen Medien mit PVZ 10 Years und taggt uns mit @Plants vs. Zombies auf Twitter. Unter dieser Adresse. Wobei, wenn man die Entwicklungszeit mitnimmt, ich glaube, Plants vs. Zombies ist ja schon 7 Jahre alt. Vielleicht haben die ja 3 Jahre gebraucht, um es zu entwickeln. Dann ja. Aber ich glaube eher die 10 in den ersten Teil mit. Keine Ahnung. So. Ziehen wir hier erstmal nach. Zombie bauen müssen wir. Was? 2 Premium-Saatgüter? Und die hier ist irgendwie anders, naja. Und die Glühmünze, die hatten wir doch schon mal, oder? Naja. Ziemlich viele Quests heute also. Gehen wir erstmal in den Zeggarten. So, wir kriegen hier Münzen. Die Urzeitwalnuss ist verstärkt, der Patcher ist verstärkt, der Stachelstein ist verstärkt, der Pusteblitz ist verstärkt, der Eisbergsalat, die Unendennuss, die Erbsnuss und das Vergrößerungsgras. So, und hier kriegen wir neu den Mangoldmangler. Hierher bitte. So, danke. So, Shop! Was? Frei? 20 Sandbäckchen für Premium und Weltpflanzen. Nehmen wir. Zehn für den Hurrikohl. Und 10 für den Knoblauch. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Glibbererbsenkanone Pinata? Nein, die holen wir uns nicht. Die Glühmünze können wir uns leider auch nicht holen, aber ist ja egal. Kostümpartei für den Sonnenpilz. Lol. Und fürs Erdbeerbämmchen. Ich glaube, die beiden hole ich mir. So. Das war's eher. So, diese Woche, oder heute sind die fette Beete, die Urzeitwalnuss und das und die Erbsenhülse dran. Da würde ich die Erbsenhülse nehmen wollen. Ja. Und dann, glaube ich, die fette Beete und dann die Walnuss. Wobei, die Urzeitwalnuss ist meine Lieblingswalnuss. Glaube ich. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber egal. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Da links war gerade irgendwas noch. Ah, okay, die. Nein, die holen wir uns nicht. Dann. Würde ich sagen, starten wir die Piñata-Party. Sehr viele Gräber. Ah, cool. So, oh, eine Stickeblüte. So, ich glaube, ich mache die hierher. Geil. Zack. So, du kommst hierher. Noch ein Grabfresser. Ah, den können wir da aber nichts hin tun.
Komm hierher einfach mal. So, jetzt haben wir dann bald den die Spezialdinger haben wir bald voll. So, du kommst mal daher. Ja, jetzt haben wir dann bald nichts mehr. Hier können wir noch den Grabfresser machen. Du kommst hierher. Spezialung, jetzt machen wir einfach mal hier. Du bist langsamer. Oder verlangsamt, besser gesagt. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Weil wir hier nämlich keine Pflanzen haben. Deswegen greift jetzt gerade gar keiner mehr an. Den heben wir noch auf. Kommt eventuell gleich hierher. Den Grabfresser können wir nicht nutzen. Den Grabfresser können wir auch nicht nutzen. Den Grabfresser auch nicht. Das Schild hat echt lange. Jetzt haben wir sogar noch eine Nettnuss bekommen. Okay. Das hat echt sehr lange gehalten, muss ich schon sagen. Oh, neue Musik oder was? Tatsächlich eine neue Musik. Finde ich schön. Eine neue Abwechslung. So, wir nehmen das vierte Päckchen. Drei Samenpäckchen für die Schattenerbsenkanone. Geil. Lol. Dann die elfte. Da haben wir hier 3, 7, 11. Drei Samenpäckchen für den Apfelmörser. Und weiter geht's mit dem 10. Da haben wir hier 3, 7, 10. 2000 Münzen. Geil. Da wäre das Wehblatt gewesen als Hauptgewinn. Gefällt mir. So, Mission erfüllt. Spiele die heutige Piñata Party. Abgeschlossen. Dann gehen wir in den Zen-Garten. Und wir kriegen hier das Cornerpult. Dann machen wir gleich weiter mit dem Irbis. Wo ist der Irbis? Ach, das ist ganz oben jetzt plötzlich. So, wir nehmen natürlich die Sonnenblume mit. Was nehmen wir noch mit? Die Friemel ist auch verstärkt. Boah, ich habe... Keine dieser Pflanzen passt eigentlich richtig gut in die Piratensee. Ich glaube, ich nehme einfach mal... Nee, der Stachelstein ist blöd wegen hier, aber ich glaube, ich nehme den Pustepilz. Nehme ich noch die beiden mit, das Stachelkraut und die beiden. Nein, nicht dich, dich. Ich glaube, das sollte reichen. So, es kommt gleich der erste Zombie. Überfall. Das sind aber ein bisschen viele. Das sind ein bisschen arg viele. Okay, jetzt reicht's. Jetzt geht's wieder. So, dann nehmen wir hier einfach mal ein Cola-Pult.
Ich glaube, ich mache nur Boosterpilze hin, fertig. Letzte Welle. Du zerstörst hier gar keinen meiner Pilze. Lol. Komplett zerstört. Noch 14 Samenpäckchen brauchen wir. Schritt 2. Sehr viel Schimmelpilz und ein paar Blumen. So, okay. Wir nehmen hier mit die Sonnenblume. Hier würde sich der Stachelstein anbieten. Oder die Erbsnuss. Ich glaube, ich nehme die Erbsnuss mit. Was nehme ich noch alles mit? Dich vielleicht. Wo ist denn? Hä? Wo ist die Lava-Guave? Die muss doch hier irgendwo sein. Ach, da ist sie. Natürlich brauchen wir jetzt erstmal Sonnen. So. Mal sehen, wahrscheinlich kommt jetzt hier ganz unten der erste Zombie, oder? Nein. Oh! Er ist weg. Und du auch gleich. Der lebt noch. Der lebt irgendwie noch. Der hier muss ganz schnell weg. Oh. So, die sind auch weg. Da machen wir das mal schnell so. Und... Oh. Okay. Machen wir das so. Der muss weg. Ich glaube, ich habe vergessen, Knallerbsen zu kaufen. So, ihr kommt weg. Du kommst weg. Nein! Die sind da echt durch. Oh Mann. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie da so schnell durchkommen. Na bravo. Hätte ich echt nicht gedacht. Gut, dann machen wir die Taktik jetzt ein bisschen anders. Aber nur ein bisschen anders. Der erste. Den lassen wir einfach durchlaufen. Und wir machen jetzt hier die Erbsenkanone.
Erbsnüsse hin. Und davor machen wir Lavaguaven. Und dahinter Kurzzeitkartoffelminen. Jetzt kommt der da oben hin. So. So, dann... das ist jetzt echt... Ich glaube, ich mache das hier so. Dann hier so. So. Was? Nein! Ich dachte, die Hühner würden mitzerstört werden mit der Kirschbombe. Warum nicht? Mist. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber nur ein bisschen. Ich sollte mehr Pustepilze setzen. Pustepilze war ja richtig. So, da kommst du hin. So, du kommst jetzt einfach mal hier hin. Ich setze jetzt doch wieder hierher. Und mache aber hier vorne weiter Pustepilze. Und ich mache hier in diese Reihen, mache ich jetzt Lavaguaven und Urzeitkartoffelminen. Wenn mal was frei wird. Ich sollte hier eine Lavaguave setzen. So, das haben wir schon mal geschafft. So, dann... Der hier muss... Oh, oh. Jetzt müssen wir das so machen. Was? Ich bin immer an den letzten Hühnern Oh, wie heißt das? Heißt das nochmal? Gescheitert. An den letzten Hühnern bin ich gescheitert jedes Mal. Ist ja echt blöd gewesen. Naja. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, die Level mag ich. So, dann machen wir jetzt nämlich Gold, das Goldblatt nehmen wir mit, die nehmen wir mit, dich nehmen wir mit, die Lavaguave und dann nehmen wir noch irgendwas Verstärktes mit. Was nehmen wir mit? Boah, wir nehmen das Vergrößerungsgras mit. Geil! Das wird bestimmt toll. Bin ich zuversichtlich. So, da kommen die ersten. Aber das Vergrößerungsgras ist ja verstärkt, das heißt, ich kann hier noch ein bisschen warten. Einfach schon mal Sonnen sammeln. Ich glaube, jetzt mache ich's. Er sucht und findet nichts. Spezialdünger! So, die sind schon mal weg. Zack! Du
Noch ein Goldblatt. Mit dir. So, dann geht's hier weiter. Super. Noch ein Goldblatt. Ich glaube, das war der letzte. Ja, geschafft. Toll. Schritt 4.